Also es geht um Verbindungen und wenn man es ganz schön sagt, dann schreibt man Verbindung wie fair, ne? Also FAIR, faire Verbindung. Und so begleiten wir auch Leute in die Selbstständigkeit. Wir haben viele Leute, die sind quasi die zweite oder dritte Generation in Gastronomiebetrieben. Da kommen uns dann auch die Eltern besuchen und wir besprechen, was die nächste Station ist. Der Nikola ist jetzt gerade in die Schweiz gegangen. Also es ist auch, ne, also das ist auch schön, das dann zu begleiten. Und ich weiß noch, als der erste Mitarbeiter, ich bin ja seit 24 Jahren jetzt im Schindlerhof, als der erste gekündigt hat, habe ich wirklich geweint, weil ich gedacht habe, das tut auch so weh, ne? Es ist so hart irgendwie. Aber jetzt sehe ich es eher, jemand geht raus, um neue Erfahrungen zu machen und viele kommen dann auch wieder zurück. In unserer Branche gehören ja Lehr- und Wanderjahre auch dazu. Und das finde ich auch so schön. Und ein anderes Wort im Business-Alltag, was mir immer wieder begegnet, ist das Wort Abteilung. Das habe ich bei uns im Haus auch gesagt. Da müssen wir drüber nachdenken. Das funktioniert ja nicht. Und wir sind jetzt auf Leistungsbereiche gekommen, weil Abteilung hat so ein, wie sagt man dem, wie so Scheuklappen eigentlich, ne? Du darfst nur deinen Bereich sehen und vielleicht für einen anderen gar keine Idee abgeben oder einen Tipp oder dich nicht einmischen. Aber oft ist es ja so, dass du im eigenen Bereich bisschen betriebsblind wirst, ne? Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und in einem anderen Bereich siehst du ganz andere Dinge. Und das ist doch schön, wenn man da eine Offenheit hat und die einzelnen Leistungsbereiche quasi wie kleinere Sternbilder, die dann das große Sternbild ergeben. Aber alle müssen quasi sehen, dass sie wichtig zum Gelingen des Ganzen sind und nicht nur von einem Bereich. Und Nicole, Nicole, sorry. pardon. Ich höre da, es geht ganz viel um Wörter. Wörter haben eine Wurzel, die sagen was. Wir sprechen oft Dinge aus und das ist auch so ein Wunsch bei uns im Projektteam, dass wir sagen, ja, wie ist die Kommunikation? Weil Abteilung, ich teile etwas und es kann immer ganz sein, so ungefähr, oder? Ja, und Wörter haben eine große Bedeutung. Also dann hat mal einer zu mir gesagt, Niki, es ist doch eigentlich ein bisschen so, wie wenn du einen Hund nimmst und ihm ein Schild um den Hals hängst, wo drauf steht, Katze, es bleibt doch ein Hund. Aber die Zeiten haben sich halt geändert, ne? Früher hast du die Menschen anders eingesetzt in Fabriken oder, ne, da waren das vielleicht Human Resources und die haben auch funktioniert. Aber die Zeiten haben sich geändert, Gott sei Dank ja auch, ne? Es ist ja nicht schön, so zu denken. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das Bild ist, dass du einen Hund nimmst, wo ein Schild drum um den Hals hängt, wo drauf steht Katze, sondern es ist eine Transformation. Die Welt ändert sich. Und es gilt, glaube ich, auch diese Transformation zu versuchen, mit einer gewissen Leichtigkeit zu bestehen, was manchmal auch wirklich schwer ist. Also mir geht es ja genauso, wenn ich manchmal schlecht drauf bin und dann zieht mich auch das Team wieder hoch und mit dem Licht an, das finde ich auch sehr schön. Aber du merkst ja auch, wenn jemand nicht ganz so gut drauf ist. Wenn aber die Grundstimmung im ganzen Team gut ist, dann wirst du immer eher angehoben. Wenn es eher eine miesepetrige Stimmung ist, dann kommst du vielleicht gut gelaunt rein und wirst eher runtergezogen. Und was dann noch ein Vorteil ist, wenn die gut miteinander verbunden sind oder vernetzt, dann entsteht sowas wie ein engmaschiges Netz unter allen und sie fangen sich auf. Also im Stress, ne? Also ich meine, bei uns ist Stress, bei euch ist es überall immer wieder Stress. Alle kommen gleichzeitig zum Essen, alle checken gleichzeitig ein. Also immer wieder das Gleiche. Und wenn dann alle sich auffangen, statt sich in die Pfanne zu hauen, dann ist es eben auch so schön. Super. Das ist eben das Ziel. Und ja, ich sehe meine Aufgabe auch sehr, sehr stark darin, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, dass ich auch weiß, was ist das Ziel von jedem, dass ich die Menschen kenne und nicht nur irgendwelche Job-Descriptions, die ausgefüllt werden. Nicole, 2017 hat Gerald Hüther beim Start in Burschau gesagt, wir haben eine ganz besondere Zeit.
man kann Mitarbeiter nicht mehr kaufen oder vieles nicht mehr kaufen. Wir haben damals nur etwas geschmunzelt, weil da hat der Arbeitsmarkt nur super funktioniert. Aber er hat das schon im Blick gehabt und das sind genau die Dinge, glaube ich, wenn sie der verwirklichen kann, wenn da wirklich gelebt wird, Grundbedürfnisse erfüllt werden, dann ist natürlich der Gehalt, das, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kriegt, wichtig, aber es ist einfach ein Teil des Ganzen und da gibt es Werte darüber hinaus. Ich durfte ja schon einmal bei euch nächtigen, war schon die Begrüßung herzlich und wir fahren ja jetzt im April noch einmal rauf zu dir, Freund und José, ein paar im Team, die Barbara, Johanna, eventuell der Michael, klären wir noch. Jetzt, wenn du sagst Stress, Vertrauen und wenn du schreibst im Buch, du bist der Meinung, dass die Geschäftswelt sich neu erfinden sollte. Wirtschaft baut ja sehr von der Lehrmeinung her auf Analytik auf. Man muss kontrollieren, alles verstehen, man muss gut planen, natürlich muss man das. Aber könnte man das jetzt sagen, Nicole, dass es mit der zweiten Gehirnhälfte zu tun hat, mit dem fühlenden Teil? Ja. Weil wenn ich jetzt die Rationale hernehme, da bin ich in der Bewertung, in der Konzentration, im Urteil, Kontrolle, Fakten, Ordnung und natürlich auch in der Angst von der Analytik her. Und ein paar Dinge, die ich da rausgenommen habe, im fühlenden Teil, Emotion, Selbstwahrnehmung, Überzeugungskraft, Risikobereitschaft, spontan, physische Aktivität und Vertrauen und das Gefühl packen wir ja in die Freude. Also kann man sagen, wenn ich jetzt verbunden bin, wenn ich mich fühle, bin ich da mehr in der Kraft, als wie wenn ich im Denken bin. Ich denke, es braucht beides. Ne? Ich glaube wirklich, es braucht beides. Das Analytische ist auch wichtig, aber das Fühlen war in der alten Welt ja auch, wurde ganz unter den Tisch gekehrt. Ne? Und das kommt jetzt hoch, dass man spürt, dass man das Fühlen auch braucht. Und ich denke, dass du das Analytische auch weiter brauchen wirst. Aber diese Gefühle zuzulassen, ist einfach schön. Gerade wenn Technologie alles entzaubert, müssen ja Unternehmen auch wie ja neue Geheimnisse schaffen. Und künstlicher Intelligenz, so rum, ne? Vielleicht mit dieser künstlerischen Intelligenz begegnen, mit Gefühlen, mit Überraschungen, analog zu berühren. Ne? Das ist ja das, was wir in den Hotels so gut machen können. Und dafür ist diese rechte Gehirnhälfte wunderbar. Nachhaltigkeit, Tourismusplan hin zur Menschlichkeit. Das ist noch oft, weil es eben um Fühlen geht. Menschsein ist halt nichts Rationales. Machen wir im Herbst, sehr wahrscheinlich im Herbst, es wird eben die Wanderausstellung geben, die ich schon gesagt habe, Grundlage wieder Stiftung mit Schule der Menschlichkeit, also ein breites Format. Und da sind wir auch dabei, Leuchttürme zu finden in der Hotellerie. Die richtig medial und die Medien sind ganz heiß drauf, wo sie die richtigen in der Menschlichkeit sagen, in Prozesse, wo es halt waren, dass man offen kommuniziert, dass man authentisch ist, dass man nicht funktioniert wie ein Roboter, sondern dass das der nächste Schritt ist und Berührung. Also eine Hotellierin ist leider nicht da, weil sonst hätte ich es gefragt. Die sind richtig von sehr prominente, sehr viele prominente Gäste, aber die schaffen das, dass sie die Gäste als Mensch und nicht als Person begrüßen und auch nicht missbrauchen und nicht benutzen. Und das tut, glaube ich, seelisch so gut, wenn man so sein kann, wie man ist. Gut. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich würde auch noch gern übergeben dann an die Barbara und den Michael für die nächsten Formate, weil die Frau Kopiol ist ja so lieb und gibt einen eigenen Impuls zum Thema Mitarbeiter. Das ist so die ganz interessante Geschichte. Und dass die zwei noch was sagen und dann gibt es noch einen Impuls, wo wir das Projekt vorstellen, wo es richtig darum geht, wo sind die Chancen und die sind gigantisch, auch in der Unterscheidung, in der Kommunikation. Wir haben heute gehört von der Nicole, Wortwurzel, die Sprache, da ist unglaublich viel möglich, auch bei Anfragen, die Gäste ganz anders abzuholen. Und dass wir die zwei Dinge noch einflechten. Barbara, Michael, wollt ihr übernehmen, wollt ihr noch sagen, was sind nächste Schritte, Projektteam, also was immer euch in dem Zusammenhang einfällt? Barbara, du bist da. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe mir einiges überlegt und habe jetzt festgestellt, dass fast alles, was ich sagen wollte, von meinen Vorrednern gesagt worden ist. Und das finde ich super schön, weil man einfach merkt, wie auch vorher schon gesagt worden ist,
Man zieht die Menschen an, die irgendwo gleich ticken. Und ich fühle mich sehr wohl mit Menschen, die so weit denken, so visuell oder so Visionen haben und sagen, okay, wir probieren einmal was, was bisher vielleicht gar nicht denkbar war. Ja, wir haben dieses Wirtschaftsdenken immer gehabt, wir müssen funktionieren, es muss alles nach einem Konzept laufen und so weiter. Und dass man einfach auch in das Fühlen geht und sagt, okay, was könnte man denn mal anders probieren, ohne die Angst haben, Fehler zu machen. Die Nicole hat das letzte Mal so schön gesagt, die feiern ja den Fehler des Quartals. Oder wie macht sie das, Nicole? Also einmal sich selbst Fehler zu erlauben und sagen, okay, das haben wir probiert, hat vielleicht nicht so funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Und wie gesagt, ich kann das vor die Vorredner nur bestätigen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall der Sinn. Das hat Viktor Frankl schon gesagt. Wenn man Sinn für was hat, dann erträgt man jedes Wie. Und da macht es aber auch Spaß. Dann gibt es kein Burnout beim Mitarbeiter, weil wenn ich einen Spaß habe, ich sage das immer, hat schon jemand von euch einmal ein Kind mit einem Burnout gesehen? Kinder spielen den ganzen Tag. Auf die Nacht fällt einer der Kopf in die Nudeln rein und sie schlafen ein. Aber Burnout hat ein Kind nicht, weil ein Kind einfach gern spielt. Das ist mit dieser Begeisterung. Gell? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Zusammenhalt im Team. Sebastian hat gesagt, bei sich selber anfangen, finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Gell? Also ich glaube, alles fängt immer mit sich selber an. Das ist, natürlich macht man das gern, dass man sagen, der andere kann sich eigentlich ändern. Dann diese Wortspielerei. Ich habe mir gestern überlegt, das Wort Mitarbeiterbindung finde ich nämlich auch so schlimm. Weil Bindung, ich habe dann geschaut, im Duden, da steht tatsächlich drinnen Verpflichtung und gebunden sein. Und das mag ein Mitarbeiter, glaube ich, gar nicht. Und ich habe geschaut, es gibt gar kein anderes Wort für das. Es gibt das englische Wort Commitment, heißt aber eigentlich genau das Gleiche. Und ich habe dann für mich selber eigentlich was Ähnliches dann mir hingeschrieben, wie die Nicole gesagt hat, nämlich das Wort Mitarbeiterverbundenheit. Das heißt, wenn wir das schaffen, dass wir eine Mitarbeiterverbundenheit haben, Verbundenheit ist sowas von Herzen. Das mache ich dann auch gern. Und dann bleibe ich freiwillig. Ja, und dann fühle ich mich dem Betrieb verbunden und auch der Chef fühlt sich dem Mitarbeiter verbunden, finde ich viel schöner wie Bindung. Also das ist, wie gesagt, ich war selber 30 Jahre in der Gastronomie, habe das auch immer wahnsinnig gern gemacht und ich habe das immer so schön gesehen, dass ich ein Teil sein darf von der schönsten Zeit des Jahres von Menschen. Der Sport das ganze Jahr, dass sie in Urlaub kommen und ich darf Teil sein davon. Und das war mir immer wahnsinnig wichtig. Und es hat mich zwar beruflich dann verändert und eben genau im Bereich Coaching und so weiter jetzt mehrere Ausbildungen gemacht, eben um Betriebe und Führungskräfte zu begleiten in diesen neuen Zeitgeist, weil ich glaube, dass Führung ganz eine riesengroße Herausforderung ist. Und da braucht man manchmal vielleicht wen, der einen diese neuen Perspektiven, dieses Vorbild ein bisschen sorgt vielleicht oder inspiriert. Ich sage immer, es ist schöner, Menschen zu inspirieren. Diesbezüglich haben wir eben gesagt, um jetzt da den Bogen zu spannen, wir machen am 5. Juni ein Webinar, wo es genau um das geht. Da ist dann die Nicole dabei. Die wird dann hoffentlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei ihr so läuft. Da werden wir die Daumenschrauben ansetzen und sagen, Nicole, wie machst du das? Genau. Natürlich der Michael und ich, wir werden das moderieren, aus dieser Coaching-Perspektive Inputs bringen. Und was für uns ganz wichtig ist, das ist heute auch schon angesprochen worden, diese Kooperation. Also nicht mehr das Konkurrenzdenken, sondern sagen, okay, was hat die Gruppe, diese Schwarmintelligenz, wer hat die Idee, wie läuft es bei euch? Und das ist eigentlich der Sinn dieser Ökonomie der Menschlichkeit, dass man gemeinsam so ein kleines gallisches Dorf, was sich so Step by Step weiterentwickelt und wo immer mehr dazukommen und wo Arbeiten wieder Spaß macht, Freude macht, leicht vor der Hand geht und wo man immer weiß, wie heute auch schon gefallen ist, es ist wer da, der mich auffangt, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und schön, Barbara, ist so aus unserer Sicht im Projektteam, die steht ja schon, es ist auch eine interessante Hotellierin auch noch im Team, die heute leider nicht Zeit hat,
Also das sind Kompetenzen aus unterschiedlichen Richtungen. Was ich bei euch so schön finde in der Leitung, Barbara und Michael, ihr kommt aus dem Bereich. Ihr seid da Jahrzehnte, ob ihr da drinnen gewirkt. Michael ist auch schon lange Unternehmer im Tourismus. Und das hat auch dann die Kraft der Unterstützung, denn der Freudestatus, diese zweite Bilanz, die die Unternehmer machen, das ist der USP, das ist diese bekäme zur Menschlichkeit, ich fokussiere auf Menschlichkeit, ich erinnere mich an die Freude, das ist eine Spirale, die nach oben geht. Da haben wir ganz, ganz klar gesehen, dass es da Unterstützung braucht, Begleitung braucht. Dann hat es eine ganz andere Form, die Vision zu gestalten für das Unternehmen über den Freudestatus. Also da sind viele Dinge damit verbunden und da freue ich mich schon auf die Prozesse. Ich habe auch reingestellt, die Einladung, Teil der Ökonomie der Menschlichkeit zu werden. Die Registrierung ist sehr einfach, dann gibt es ein Willkommenszoom. Also die Struktur steht, die Marke steht und es wird eine Unterscheidung zu rein ertragsorientierten Unternehmen, also die rein auf Gewinnmaximierung in dem Sinn aus sind. Wenn man dann im Internet eingibt, Menschlichkeit sucht, dann wird man in dem Sinn auch fündig und da gibt es einen besonderen Begegnungsraum. Und da, glaube ich, ist noch ganz wichtig, dass man vertraut in den Prozess. Wir hören öfter, ja, ist man schon so menschlich? Ist der schon so weit? Das ist jetzt der Zeitgeist, auch wenn es in der Vergangenheit vielleicht eher hierarchisch war oder nicht so menschlich war. Es dreht sich gerade und wir müssen die Menschen maximal ermutigen und unterstützen, in die Ökonomie der Menschlichkeit zu gehen, weil es einfach eine tiefe Sehnsucht ist. Alles andere ist anstrengend, funktioniert nicht mehr. Die Leute finden keine Mitarbeiter. Warum hat der Sebastian diese Herausforderungen nicht? Weil es eben ein sinniges, synergetisches System ist und viele können das nicht. Die wollen das. Die wollen loslassen, kennen sie aber nicht. Und darum, wenn es ihr da unterstützt, dann wird das in eine ganz, ganz gute Richtung gehen. So, das einmal zu dem Impuls und den anderen Termin, den haben wir noch nicht online, wo die Ökonomie der Menschlichkeit erklärt wird. Ich schaue jetzt gerade nach, der 12. Juni. 12. Juni, Mittwoch, wird das vorgestellt. Michael, magst du als zweiten Part, dieser schönen Frau, Mann, magst du da noch was sagen zu den Formaten, zu dem, du hast heute ein super Erlebnis zum Beispiel gehabt. Also es steigert sich enorm und macht ganz, ganz große Freude. Ja, also ich kann gerne noch ein paar Worte sagen. Ein bisschen Redezeit habe ich ja heute schon beansprucht. Das Thema Mitarbeiterbindung ganz kurz nur, das beschäftigt derzeit gerade irgendwie viele. Ich habe ja die letzten Wochen fast 200 Interviews mit Hoteliers gehabt und viele sind noch der Meinung, dass man Mitarbeiter anbinden muss. Das will ich als Mitarbeiter natürlich nicht. Dann werden irgendwelche Tempel gebaut, wo halt Personalunterkünfte sind und dann kriegen sie Geld gezahlt und dann wird es funktionieren. Wenn ich mit Lösungen aus dem vorigen Jahrhundert, die damals irgendwo mal modern waren, sind, glaube, dass ich die Probleme der heutigen Zeit löse, dann werde ich in ein paar Jahren drauf kommen, dass das nicht funktioniert. Und die Gesellschaft hat sich transformiert, das ist schon passiert, das braucht man nicht irgendwie in die Wege leiten. Und das Ziel ist es jetzt, dass man auch in den Unternehmen, in dem Fall im Tourismus, in den Hotels, sich an das Ganze anpasst und auch die Transformation macht und nicht auf der Management-Ebene, auf der Ebene der Verwalter bleibt. Und dafür werden wir eben am 12. Juni dann Lösungen präsentieren, wie es anders gehen kann, wo die Hotels auch Unterstützung kriegen, wenn sie die Unterstützung brauchen. Und da möchte ich jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Also wen es interessiert, einfach am 12. Juni gern wieder mit dabei sein und da werden wir dann das konkret aufzeigen, wie es funktionieren kann. Schön. Ich danke, Michael. So, liebe Nicole, wenn wir zum Schluss kommen, wir haben eine Stunde ein bisschen drüber. Sehr kurzweilig. Danke auch für den Folgeimpuls und wirklich noch einmal danke für die wirklich so angenehme Begegnung. Das ist das, ja, das nährt. Es ist nährt. Es ist ein nährendes Feld und glaube ich, das ist auch irgendwo das Menschsein. Magst du vielleicht noch kurz ein bisschen neugierig machen auf diesen Folgeimpuls mit Mitarbeitern? Also ich empfehle auch die Vision vom Schindlerhof einmal zu hören, was da drinnen ist und auch die Motivation etc. In die Richtung des Impulses, Nicole, wenn du nur die Schlussworte machen magst.
Ja, ich würde eigentlich als Schlusswort, ich habe eine Idee gehabt, während du oder während ihr alle jetzt so gesprochen habt, weil das Schöne ist ja, dass Technologie auch verbindet, ne? Also das macht es jetzt zum Beispiel für uns alle leicht, dass wir uns jetzt hier unterhalten können, dass kein Problem ist. Und ich hatte vor 15 Jahren, wo ich schwanger war, hatte ich doch diese Idee mit der Mitarbeiter-App, die dann mein Mann, der hatte ja lauter Programmierer, die haben alle nur von 8 bis 18 Uhr gearbeitet, denen habe ich gesagt, die sollen 2 Stunden länger arbeiten, uns eine Mitarbeiter-App programmieren, dann kriegen sie was Leckeres zu essen. Und diese App ist ja jetzt wirklich richtig gut entwickelt. Und wenn ihr Lust hättet, also es ist jetzt wirklich nur eine Idee, dann würden wir euch diese App einfach gratis zur Verfügung stellen, dann könntet ihr die für die Ökonomie der Menschlichkeit nutzen und dann könnten die Menschen auch außerhalb der Formate dort drin mal chatten, sich unterhalten, Informationen einstellen, wie sie Mitarbeiter auswählen oder. Also und da könnte ich dann auch Informationen einstellen, worum es in meinem Impuls geht und in meinem Impuls, um da auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, entschuldige, ich kriege immer irgendwie die Ideen und muss sie gleich loswerden. In dem Impuls geht es natürlich darum, wie wir zusammen leben und arbeiten, wie wir das machen. Wir haben Rituale der Wertschätzung. Es gibt bestimmte Dinge, die das Leben und Arbeiten ganz deutlich bestimmen. Totale Transparenz, immer wieder Prinzessinnen und Prinzen abräumen. Auch so das Thema Unternehmenskultur, die heißt ja bei uns übrigens Spielkultur. Da kommt das Spiel wieder rein. John Schiller hat gesagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt und er spielt nur da, wo er im wahren Sinne des Wortes Mensch sein kann. Finde ich auch lustig, dass die im Spiel dann auf ihre Fragen ganz anders reagieren, als wenn sie da in ihrer Rolle sitzen. Das sind so ein bisschen aus der Rolle gefallen. Und um all diese Themen wird es gehen und wir können es aber auch offen machen, dass wir Fragen zulassen. Ich kann euch erzählen, wie ihr das lieber haben wollt. Aber das Schöne ist, wir haben ja hier ein großes Spielfeld. Jeden Tag passiert was anderes, also Stoff geht mir nicht aus. Schön, toll, wirklich. Ich freue mich große Vorfreude. Ja, und ein bisschen eine Trauer, weil ich bin ja nicht dabei. Und das ist auch für mich so ein Genussmoment, wo ich sage, ich darf mir wirklich nach 10 Jahren einmal zurücklehnen, Beobachter sein, Barbara, Michael machen das und das hat Kraft. Und danke für das spontane Angebot der App. Das ist genial, weil das Thema Zeit, wir sind ja dabei zu koordinieren. Also Kompetenzen zu verbinden, Wissenstransfer zu schaffen. Eine Hotelierin sagt zum Beispiel, sie lernt sehr viel von anderen Branchen, also dass man nicht nur in der eigenen Branche ist. Da ist ganz, ganz viel an Schätzen da und da schauen wir, dass wir die heben, dass wir das transformieren und dass wir richtig, und das ist unser ganz großes Anliegen, dass wir unseren Lebensraum schaffen, der zukunftsfähig ist, wo die Kinder Freude haben, wo die lachend in die Schule gehen, wo dieser, weil der virtuelle Raum heute war, auch mit Transhumanismus, künstliche Intelligenz, wo die reale Welt so viel lohnender wird in der Begegnungsqualität, dass man sagt, nein, ich brauche diese Ersatzbefriedigung nicht. Das ist im Übrigen vom André Stern einmal eine Aussage gewesen bei einem Impuls. Und das ist unser ganz großes Ansiegen. Ich danke euch alle, danke Nicole, danke allen Akteuren, danke nochmal für die Zeit. Das ist so schön, wenn wir was Neues gestalten und sich die Zeit nehmen, weil mit den alten Werkzeugen was Neues zu schaffen, funktioniert einfach nicht. In diesem Sinne, wunderschönen Abend, alles Liebe euch, bis bald. Dankeschön, tschüss.